Bevor Union bei Lautern richtig loslegen wollte, war für ihn schon Feierabend. Sebastian Polter verletzte sich beim Aufwärmen. Der Top-Torjäger fehlte gegen den Tabellenletzten. Der Siebte damit geschwächt. Polter im Hinspiel in Dreierpack geschnürt. In den letzten vier Spielen 4 Tore gegen Lautern, wurde ersetzt in der Startformation durch Hedlund. Lautern 6 Punkte von der Relegation, Abstieg entfernt. Union 3 Punkte von der Aufstiegsrelegation entfernt. Mit diesem Hammer von Borello. Dritter Saisontreffer. Und Mesenhöhler steht einen Tick zu weit vorne. Der Ball küsst die Latte. Und von da aus schlägt es ein. Im dichten Schneetreiben auf dem Betzeberg. Der Tabellenletzte in Führung. Aber Union keineswegs geschockt. Letzten zwei Heimspiele, man wollte mal wieder auswärts was mitnehmen. Felix Groß mit dem Distanzversuch. Seit dem 15.10. hat es auswärts nicht mehr für einen Dreier gereicht. Das war am 10. Spieltag ein 2:0 bei Jahn Regensburg. Trimmel. Prömel. Skripski. Und wieder Felix Groß. Pfosten. Das spielbestimmende, tonangebende Team, der Tabellensiebte, mit guter Reaktion. Müller wäre da chancenlos gewesen. André Hofschneider hat vor dem Spiel gesagt, die Liga ist total ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Wir sind auch in der Lage, alle zu schlagen. Aber da kommt wieder der Traditionsklub, der Abstiegsbedrohte, mit der Doppelchance. Und diesmal doppelt entschärft von Daniel Mesenhöhler. Andersson, Mwene und nochmal Daniel Mesenhöhler zur Stelle. Lautern, meistens in der eigenen Hälfte, Trimmel. Und da war der Ball drin. Der verdiente Ausgleich. Andersson, der Unglücksrabe, der Top-Torjäger der Lauterer, der Mittelstürmer, will klären. Ganz schwer, den Ball hier noch zu klären. Torrejon lauerte hinter ihm und dann ganz unglücklich von Andersson. 1:1, aber absolut verdient für Union. Weiter der Tabellensiebte. Dann Borello mit der Flanke. Oh, da ist wieder Andersson. Diesmal ins richtige Tor, erneut die Führung für den Tabellenletzten. Borello und zwischen Torrejon und Parenzen kommt Andersson zum Abschluss. Borello mit der Führung, sehenswert, der Ausgleich, Andersson, Eigentor und dann die 2:1-Führung. So ging es in die zweite Halbzeit und Union ganz klar mit positiver Körpersprache und dem besten Mann der letzten Woche, Skripski. 2:2. Die letzten 7 Spiele, 6 Tore. Der Ball kommt von den Beinen des eingewechselten Dennis Daube. Der kam zur Halbzeit für Simon Hedlund. Und Skripski im Moment, wenn er vom Tor die Chance hat, lässt er nichts liegen. Wieder der Ausgleich, wieder das Comeback und weiter nach vorne. Union, die wollten hier den Dreier mitnehmen nach 4 Monaten ohne Dreier in der Fremde. Endlich mal wieder ein Sieg. Lautern mit dem neuen Trainer Michael Fronzek. Letzten 5 Spiele, 3 Siege, haben auch einen Aufwärtstrieb. Sind auch selbstbewusster geworden. Osave, der ist schnell. Und jetzt kommt Friedrich zu spät gegen Borello. Waschitzki zögert keine Sekunde. Richtig entschieden. Leider kommt Friedrich da zu spät gegen Borello. Und deswegen gibt es zu Recht den Elfmeter. Das ist der Kapitän Christoph Moritz. Chippt das Ding ganz cool, ganz lässig. Einfach mal in die Mitte. Mesenhöhler reagiert. Trifft er nicht, ist er der Depp der Nation. So aber ist es sau cool und er ist der Held, Christoph Moritz. Dann Unterbrechung. Die Jungs vom Räumdienst, aber auf Irrwegen, der Schiedsrichter sagt, nee Jungs, macht die Seiten frei und die Linien. Der Herr wollte irgendwie versuchen, seine Mannschaft
mit dieser Aktion über die Zeit zu retten, denn sie führten ja die Lauterer. Aber die Comeback-Qualitäten von Union, die waren heute ausgezeichnet, denn sie spielten immer weiter nach vorne, wollten hier was mitnehmen. Trimmel, Skripski haut daneben, Skripski und das Dach! Hat der einen Lauf? Doppelpack gegen Düsseldorf zu Hause beim 3:1. Wieder Doppelpack, einmal daneben und dann Wumps! Und das Dach, keine Chance für Müller. Erneut zurückgekommen, dreimal zurückgelegen, dreimal zurückgeschlagen. Ein Spiel, das jederzeit hin und her wog. Nicht auszumachen, wer am Ende als Sieger vom Platz geht, aber dann dieser Aussetzer von Mesenöller. Mbene nutzt das eiskalt und bestraft diese Unaufmerksamkeit von Mesenöller. Was spielt er bitte schön da für einen Pass auf diesem Untergrund? Will er Toni Leister, der eingewechselt wurde, bei Parenten verletzungsbedingt raus musste, setzt ihn hier unter Druck. Mbene reaktionsschnell durch die Beine von Mesenöller. Der ganze Lohn ist weg. Fronzek holt den nächsten Sieg und hält die Träume. Klassenerhalt weiter aufrecht am Betzenberg. Union mit einem erneuten Rückschlag in der Fremde. Grischa Prümmel steht bei uns. Grischa, extremes Spiel unter extremen Bedingungen. Verrücktes Spiel, 4:3. Leider die 4 Tore auf der falschen Seite. Ihr seid immer wieder rangekommen, am Ende doch den nackten Schlag bekommen. Wie geht's dir nach dem Spiel und wie war es auf dem Platz? Ist natürlich sehr hart nach so einem Spiel. Wir schießen 3 Tore hier am Betze und fahren ohne was nach Hause. Das ist natürlich extrem bitter. Natürlich kommen auch die Verletzungen dazu von Polti und Michi. Fällt einem schwer, da Worte zu finden. Von dir selber war vor dem Spiel so ein bisschen erwartet worden, körperliche Präsenz reinzubringen. Hast du, wie ich fand, überzeugend gemacht, so dass die Leute dich hier auch nach Herzenslust gehasst haben. Relativ schnell kriegt man es mit auf dem Platz, dass man persönlich dann auch so ausgepfiffen wird? Ja, teilweise schon. Bin ich 1-2 Mal an Gegenspieler angeraten, aber sowas gehört dazu zu meinem Spielstil. Ich habe mir natürlich viel vorgenommen, wollte mich reinhauen, wollte mich natürlich in Dienst der Mannschaft stellen. Ja, ist natürlich bitter, dass es nicht gereicht hat. Am Ende, du hast es selbst schon gesagt, schießen 3 Tore hier, das muss normalerweise reichen, um eigentlich auch 3 Punkte mitzunehmen. Wie kommt es, dass wir es hinten nicht gebacken kriegen? Ja, das wurde direkt nach dem Spiel schwer zu sagen. Klar, das Letzte schenken wir uns selber ein, aber kein Vorwurf jetzt an Mesi, aber sowas kann passieren, aber ich weiß auch nicht. 4 Tore sind auf jeden Fall zu viel. Jetzt also wieder nach Hause, wieder neu ansetzen. Ein bisschen Achterbahnfahrt zurzeit für euch auch mental? Ja, natürlich. Klar, jetzt nach dem letzten Sieg haben wir uns natürlich hier viel vorgenommen. Wir wollten unbedingt den Dreier. Ich glaube, man kann der Mannschaft den Willen nicht absprechen. Aber ja, so treten wir ein bisschen auf der Stelle, wenn wir keine Spiele in Folge gewinnen. Dann also wieder angreifen. Toi, toi, toi fürs nächste Spiel. Danke dir. Steven Skripski steht bei uns. Zerknirscht ist er, weil er 2 Tore selber geschossen hat. Insgesamt haben wir 3 gemacht und fahren ohne Punkt nach Hause. Eigentlich nicht zu fassen, oder? Ja, also ich glaube, es ist sehr, sehr bitter. Weil wir einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben, die dann auch bestraft wurden. Und wenn man eigentlich auswärts 2 Tore schießt, dann muss man mindestens 1 Punkt mitnehmen. Deshalb ist es, glaube ich, umso bitterer. Es war vorher viel die Rede davon, dass man die Bedingungen hier annehmen muss. Ich glaube, das hat man gesehen, dass ihr das gemacht habt. Immer jeden Nackenschlag auch neu wieder weggesteckt. Der letzte kam dann zu spät wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da jeder hat gedacht, jetzt sind wir am Drücker und wir wollten unbedingt den Siegtreffer machen. Ich sage, dann passiert wieder ein individueller Fehler, dann rennt man wieder hinterher. Und ich glaube, die Bedingungen hat jeder gesehen, weil es nicht optimal, aber auch damit hatten beide Mannschaften zu kämpfen. Und dass so ein Ding dann mal durchrutscht, dann muss jeder rechnen. Und wie gesagt, beim zweiten Gegentor mache ich auch keine glückliche Figur. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es lange unentschieden steht, wenn auch die Lauterer ungeduldig wahrscheinlich werden, weil sie unbedingt 3 Punkte brauchten. Wir haben es einfach nicht geschafft, da dann konsequent zu sein. So geht die Suche nach dem Schlüssel für einen Auswärtsdreier weiter, aber jetzt kommt erstmal ein Heimspiel. Hilft nichts, wieder angreifen, oder? Ja, klar, vor der Pause kommen jetzt noch 2 Heimspiele, die wir unbedingt gewinnen wollen. Und ich sage ja, die Fehleranalyse, die wird relativ einfach sein, weil man weiß, wo man ansetzen muss. Und
ist einfach unfassbar bitter, wie die Gegentore dann auch gefallen sind. Aber wir werden jetzt auch im restlichen Saisonverlauf nichts abschenken, sondern wir werden weiter Vollgas geben, um möglichst jedes Spiel zu gewinnen. Das ist unser Anspruch und wir müssen ihn einfach mal umsetzen. Toi, toi, toi dafür und Grüße an die beiden Verletzten. Gute Besserung an Polti und an Micha. Genau.